Die Jagd nach der Wurst hat wieder begonnen. Diese Tradition wird schon seit vielen Jahren in und um Galen gepflegt. Ja, das ist ja so eine Tradition, die es ja eigentlich nur in so Dörfern gibt. Zum Beispiel die in den Städten können das ja nicht so ganz nachvollziehen oder kennen das halt einfach nicht. Ja, ist halt besonders eine Landtradition. Ja. Am letzten Wochenende traf sich der Bestner Junggesellenverein. Die Jungen und Mädchen sind im Alter zwischen 16 und 29 Jahren. Der Sinn dieser einmal jährlich stattfindenden Veranstaltung hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Früher wollte die jüngere Generation Fädenveranstaltungen. Da wurde angeblich aus Armut Wurst und Eier etc. für abends dann gesammelt über Tag, damit man überhaupt eine Feier veranstalten konnte. Andere behaupten, das ist eine Art Verkupplungsveranstaltung gewesen, damit die Jungen und die Mädchen mal von den Höfen runterkamen und sich auch mal so kennenlernten. Aber wie es genau dazu kam, kann ich auch nicht sagen. Heutzutage gibt es andere Gründe. Der Reiz daran ist vor allen Dingen, dass man mit allen Leuten aus der ganzen Umgebung mal wieder zusammenkommt, zusammen feiert. Mit vielen Leuten, man wohnt zwar in derselben Ecke, aber trotzdem sieht man sich auch nicht jeden Tag. Man hat nicht unbedingt immer mit allen unglaublich viel zu tun und so trifft man sich mal wieder und man versteht sich eigentlich immer sehr gut. Man ist ja auch zusammen aufgewachsen. Ja, also wir studieren bzw. machen eine Ausbildung woanders, also wir wohnen eigentlich gar nicht mehr im Dorf und so sieht man nochmal alle, ne? Also wir, so trifft man sich einmal im Jahr und dann ist zusammen und man hat Spaß zusammen, es ist einfach immer schön. Immer ganz lustig, das Wochenende. Ja, schön, ist ein ganzes Wochenende, das man einfach zusammen verbringt. Auch in diesem Jahr kamen am Freitagabend die Männer und Frauen vom Junggesellenverein Besten im Saal vom Gasthof Schuld zusammen. Viele Frauen saßen in einem großen Kreis beisammen, um die Kartoffeln für das Festessen am Samstag zu schälen. Ja, heute sind wir auf jeden Fall richtig viele. Also ich denke mal so 20 waren wir auch schon, aber heute sind wirklich viele dabei, auch viele neue Mädels mit dabei. Rund 1 Zentner Kartoffeln mussten verarbeitet werden. Während die Frauen fleißig die Kartoffeln schälten und dabei Neuigkeiten austauschten, gingen die Männer rund, um ihnen zwischendurch einen Korn anzubieten. Die Junggesellen trafen sich wieder am Samstagvormittag um 7 Uhr. In mehreren Gruppen zogen die Wurstjäger von Haus zu Haus, um Würste und Eier zu sammeln. Ausgestattet mit einer Flasche Korn, der Wurstspille und Akkordeon besuchten sie die Nachbarn. Zwischendurch gab es ein stärkendes Frühstück, um anschließend wieder weiterzuziehen. Alle Bestner wurden dabei zum großen Festessen am Samstagabend im Saal vom Gasthof Schuld eingeladen. Zahlreiche Leute waren gekommen, um nicht nur den Sauerkrauteintopf mit den zuvor gesammelten Würsten zu essen, sondern auch einen gemütlichen Abend in einer geselligen Runde zu erleben.